Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 31. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Es gibt Veränderungen. In Zukunft veröffentliche ich die Portaltage und dieses Wissen, diese Portaltage hängt zusammen mit Maya-Kalender. Nicht nur die Maya-Kalender, diese Portaltage werde ich in der Zukunft ansprechen, sondern die Botschaft der Engel wird hier in diesem Kanal veröffentlicht, weil das steht auch mit Sonne, Mond, Planeten in Verbindung, steht auch mit den Elementen Feuer, Erde, Luft und Wasser in Verbindung. Das ist ein System. Kabbalah beschreibt die Engel, diese Energie, und das wird genau zugeordnet nach Namen, nach Zahlen, nach Planeten und auch nach Tierkreiszeichen, auch nach Elementen, passt gut zum Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession, und das bedeutet die Bewegung unserer Sonne, die gesamte Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr entspricht etwa 26.000 Jahren und das ist auch eine Einheit bei den Maya-Kalender. Diese 26.000 entspricht auch durchschnittlich unserem täglichen Atemzüge. Mal zum Nachdenken, ob da vielleicht ein Zusammenhang besteht. Ganesha unterstützt uns immer bei Neuanfang, bei Neubeginn, auch wenn der Tag beginnt, und Ganesha hütet die Astrologie. Sonne befindet sich in den Tierkreiszeichen Steinbock. Sonne ist Suraya in indischen Mythologie. Ich setze Suraya zum Tierkreiszeichen Steinbock. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt die Monatsthemen. Da fließt die Lebensenergie, öffnet unsere Augen, lässt die Wahrheit erkennen, und das sind gerade die Themen, das was die Tierkreiszeichen Steinbock vermittelt. Das ist Erdeelement, das bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur, Materie, eine feste Boden unter unseren Füßen. Aber die Tierkreiszeichen Steinbock zeigt uns noch etwas, Ziele setzen, Anerkennung und Respekt, Verlangen von anderen, aber auch vermitteln für jemand, wer das auch verdient hat. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion, übergeht dann in Tierkreiszeichen Schütze, also im Grenzbereich bewegt sich unser Mond. Soma ist einer von den Namen des Mondes. Es gibt auch mehrere Begriffe für Mond. Also Mond bewegt sich in Skorpion, dann übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Agni ist der Feuergott und steht mit Mars in Verbindung. Agni oder Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen. Mars bedeutet die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Natürlich auch Sport oder Auto, alles was bewegt. Aber Mars ist eine männliche Energie, also symbolisiert auch die Männer. Und diese männliche Energie befindet sich in Wasserelement. Und mit Wasserelement ist gar nicht einfach uns gerade durchsetzen, weil dann kommen die Gefühle, auch das Mitgefühl dazu. Aber was für die Männer zeigt, sie nehmen ihren Gefühlen gerade intensiver wahr.
Dazu kommt noch die Mond. Auch im Wasserelement, das aktiviert natürlich das Unbewusste, aktiviert unsere Sehnsüchte, Träume, unseren Gefühlszustand. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die Sanskrit-Name ist Buddha, wird aber mit ein D geschrieben. In meinem Bild ist eine andere Schriftweise und das zeigt schon die Erleuchtung, aber mit diesem Bild meine ich Merkur. Ich habe kein Bild, keine Karte für die Merkur. Also ich setze jetzt Buddha und damit meine ich Merkur. Merkur ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Indra steht in Verbindung zum Jupiter. Ich setze Indra zum Tierkreiszeichen Skorpion. Venus befindet sich im Schütze. Lakshmi steht in Verbindung zum Venus. Lakshmi oder Venus ist in Tierkreiszeichen Schütze, das ist Feuerelement, ist auch beweglich, also bewegt sich einiges in Liebesleben. Und Venus symbolisiert uns Frauen und das bedeutet, dass wir einiges in Bewegung setzen, im Allgemeinen, aber möchten wir auch in die Liebe, Partnerschaft, auch eine gewisse Bewegung und Leidenschaft. Wichtig ist hier, dass wir Ziele haben und das kann auch unserem Traum sein, unserer Vorstellung und das nicht aus den Augen verlieren. Die Schütze belehrt uns, wie wichtig das ist, die Orientierung und zielgerichtet sein. Saturn befindet sich auch im Schütze. Saturn steht mit Skanda in Verbindung in indischen Mythologie, auch im Schütze. Also belehrt uns, gerade was die Schütze uns zeigt. Die Schütze neigt dazu, von vielen Dingen begeistert zu sein, aber dann verliert die Orientierung. Die Schütze zeigt aber die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und das bedeutet energetisch, da sind unsere Wünsche. Also das, was wir wünschen, wovon wir träumen, das soll das Ziel sein und nicht ablenken lassen, auch wenn uns anderen Dingen auch begeistern. Damit endet sich die persönlichen Planeten und wir schauen die Elementen an, weil wir brauchen jeden Tag die Gleichgewicht. Im Feuerelement, Erdeelement und Wasserelement fließt die kosmische Energie, aber es fehlt etwas im Luftelement. Und damit wir die inneren Gleichgewicht finden, sollen wir die Luftelement betonen, von etwas loslassen, was uns bedrückt, endlich aufatmen oder in Leichtigkeit kommen oder unseren Ideen verwirklichen oder den Tag mit Humor betrachten oder Kommunikation, das steht auch mit Luftelement in Verbindung. Dann kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus befindet sich im Widder, das was Veränderungen bringt. Neptun befindet sich im Wassermann, zeigt die Träume, die Visionen, lässt uns inspirieren. Und Pluto befindet sich im Schütze und gibt die innere Kraft, von etwas überzeugt zu sein oder von uns selbst überzeugt zu sein. In indischen Astrologie gibt auch Mondhäuser und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist die Morgenröte, wunderschön, jung, unschuldig und der Mond macht
ein Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm: Nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen, diese Geschwister, und jeden Tag besucht er eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes, jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften. Die Einfluss kommt natürlich von Fixsternen. Aber das wirkt auch auf die Tagesereignisse. Und Mond ist, was das vermittelt uns täglich. Mond befindet sich in Skorpion, in ein Mondhaus, und dieses Mondhaus heißt Yeshta, und Yeshta war die älteste von diesen 27 Frauen. Natürlich hat er Respekt bekommen. Yeshta hat immer Recht gehabt und Yeshta hat Ansehen gehabt. Und das, was wir heute brauchen, Respekt, Anerkennung, Erfolg und Ansehen. Sonne, Mond und die Planeten sind miteinander verbunden. Das ändert sich auch täglich. Und es ist wie ein Netzwerk. Und welche Verbindungen sind heute? Mond steht mit Pluto in einer Verbindung. Mond in Skorpion, Pluto im Schütze. Es sind benachbarte Tierkreiszeichen. Kommt die Nähe, Vertrauen, die gegenseitige Unterstützung, und es wirkt in unserem heutigen Tag Mitgefühl oder jemand gibt uns Kraft und Mut. Mond steht mit Mars auch in Verbindung, Mond im Skorpion, Mars in Fischen. Beide gehören zum Wasserelement, eine harmonische Verbindung. Und genau das, was die Männer auch verspüren, etwas Angenehmes, was ihren Gefühlen etwas auslöst. Sehr angenehm, sehr schön. Bei Mond kann auch Mutterthemen sein, eine schöne Verbindung zum Mutter. Mars steht aber mit Pluto in eine Spannung, Mars-Pluto-Spannung. Pluto zeigt die innere Kraft und Pluto lässt es gar nicht zu, dass jemand diese Kraft stört oder etwas diese Kraft stört. Das kann auch die Angst sein. Und wenn die Männer Angst verspüren, dann zeigt Pluto, du musst es loslassen. Aber das ist nicht einfach, das kann eine Herausforderung sein. Pluto steht auch zum Sexualität und die Männer stehen hier ein gewisser Konflikt. Bei Mondeinfluss ist es eher romantisch, sanft. Mit Pluto-Energie wäre das eher leidenschaftlich. Und die Männer haben eher die Bedürfnis, jetzt liebevoll zu sein, auf die Gefühle einzugehen, als jetzt einen leidenschaftlichen Abend zu verbringen. So könnte ich das beschreiben, wenn bei Pluto-Energie wirklich um Sexualität handelt. Muss nicht sein. Pluto kann auch auslösen, ein Prozess, das Loslassen. Saturn steht in einer schönen Verbindung zum Neptun. Saturn und Neptun eine schöne Verbindung, und Saturn zeigt, wie wichtig das ist, unserem Intuition vertrauen, wie wichtig das ist, und inspirieren lassen, die Fantasie, die Bilder, das Bildhafte, die Romantik, das, was heute eher wirkt, als jetzt etwas Leidenschaftliches zum Erleben. Weil Neptun zeigt eher das Traumhafte unserer Träume, und das ist heute viel betonter, diese Romantik, die Träume zum Leben, als die Leidenschaft. Und das war mein heutiger Tageshoroskop.
Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.